Hallo, liebe YouTube-Gemeinde! Hallo! Hallo! Und willkommen auf unserem kleinen Video Let's Play Feed the Beast auf dem redblock.de Server. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ein kleines bisschen umgebaut, während die Oschel und der High Driver unser Häuschen am Bauen sind. Weil ich wollte euch ja hier Liquiduktleitungen zeigen. So, ja. Und zwar haben diese Leitungen einen großen Vorteil, wie ihr seht, so, beziehungsweise so wie ihr jetzt seht, ist hier oben Wasser drin und hier ist kein Wasser drin. Und normalerweise würden diese Leitungen direkt verbinden, aber hier bei uns passiert das nicht, weil wir die noch nicht verbunden haben. Das heißt hier, zack, und schon ist die verbunden und hier hinten unsere Steam Engines haben im Endeffekt Wasserversorgung. Super Sache, super Geschichte. So, als nächstes möchten wir unseren Liquid Transposer anschließen. Guck mal, und zwar von oben, beziehungsweise nicht von oben. Nein, das gefällt mir nicht. Ja. Wir möchten den gerne hinten anschließen. Hier rüber einen Gang. Mit dem Wasser. Das heißt, wir setzen uns hier einmal eine... Ups. Leitung. Hier rüber einen Gang. Mit Wasser. Hier rüber. Und da brauchen wir auch wieder den Schlag mit der... Mit dem Schraubenschlüssel, mit dem Crescent Hammer, um den zu verbinden. Der wird sich jetzt auch füllen und das ist dann auf jeden Fall mal... Dann hier noch für jeden eine kleine Kuppel. So, als nächstes der Igneous Extruder. Den möchte ich oben einen Input haben und auch hinten einen Input haben. Der wird nämlich auch hier mit dem Wasser so verbunden. Hm? So, und dann auf die zweite Etage, die Schlafzimmer. Ich wollte jedem und hier im Erdgeschoss eine kleine Kuppel haben. Hier ein wunderbares Setting an Maschinen. Hier haben hier wir auch die Gänge, die machen mal die zweite Etage. Schön. Machen wir so Plattformen in der Luft. Block. Warte mal, oh. Habe ich so kreisförmig gemeint. Ja, ja, und dann so machen Kuppeln. Wir hier... Aber hier dann so ein kreisförmiger, wie die Plattform, wo so eine Kuppel oben drauf ist, aber oben die zweite Etage, da hier unten drunter. Pass auf, hinter dir. Wir können nicht theoretisch gesehen auch auf Stelzen machen. Ist Hab extra versucht, dass man nicht explodiert. So, ja. Und Leute, wie seid ihr, wie kommt ihr voran? Unser Haus ist gerade explodiert. Jedenfalls die Außenwand, ein Teil davon. Ne, ich habe eben Bienenkörbe getauscht. Der Walton Villager hat Holz gegen Bienenkörbe getauscht. Ah ja, das ist doch mal. Holz hat man ja ein bisschen gefarmt. Also, nee, kann nicht wahr sein. Also, was machst du? Ärger doch nicht die Creeper! Er kam von hinten, ich war gerade im Zoo. Ach du Gott, hier ist ein tiefes Loch. Ja, ich sehe. Cool, hier ist eine Mine. Hier brauchen wir nicht nee zu graben. Wenn ich schwöre, oh Mensch, da muss ich wieder so blöd graben. Oh oh. Ach, das hasse ich ja wie die Pest. Irgendwas krummelt. Mhm. Hast du es, wenn es krummelt? Ich sehe den aber nicht. Ja, wir können theoretisch gesehen, wenn wir die Dingens, die hier die Kuppeln. Ach nee, nein, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein ganz gutes Energiesetting. Wir haben jetzt hier auch an die Engines Woodpipes angeschlossen, also Energieleitungen. Und hier die wir haben unsere erste Enderperle. Oh, das ist super. Enderperlen brauchen wir viele. So an die 450 Stück, also streckt euch an. Das kannst du aber vergessen, nein, was nein, auch nein, hinter nein, dir. Aber nur für den Anfang, 450. Danach brauchen wir mehr. So. Ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt hier mal ordentlich die Energiezufuhr gesichert. Das heißt, hier die Maschinen, diese drei Engines tun jetzt schön im Gleichtakt hier Zombie die Maschinen, Villager. Mit Energie versorgen. Wir sehen hier, die internen Buffer füllen sich. Und da liegt doch das Problem, die drei liefern natürlich wieder mal wesentlich weniger Energie, als wir tatsächlich brauchen. Aber wenigstens können jetzt alle drei die Maschinen versorgen, die wir gerade in der Arbeit haben.
Apropos Maschinen in der Arbeit, wir müssen uns da jetzt noch was einfallen lassen. Und zwar habe ich mir da was überlegt. Und zwar, Moment. Ach Quatsch. Kannst du mal ausleuchten, bitte? Nein, kann ich nicht. Fackeln, ich habe meine Fackeln alle verbraucht. Oh. Ah, das kann nicht wahr sein, hier ist die ganze Kiste weg. Ja, ich weiß. Weil der ein Creeper explodiert ist. Der hat Bumm gemacht und tot war er. So. Auf jeden Fall, ja. Okay, ich muss mich jetzt hier mal kurz... einmal brauchen wir... Ach nein, ja stimmt, wir müssen ja die machen. So, ich möchte nämlich bauen, das Ding, ach ja, stimmt, der, wie er heißt, weiß ich jetzt wieder, ein Hopper. Hopper, so, das ist ein Stone Gear, ja, stimmt, Stone Gear war's. Und davon bauen wir uns direkt mal mehrere, und zwar machen wir mal 4 Stück. So, zack und zack und hopp, hopp, hopp. So, so. Möchtest du den Eingang zum Lager, den unterirdischen, deinen Maschinenraum und den ganzen Kram, im Haus oder außerhalb vom Haus? Im Haus, gell? Ja, da wird aber nachher im Endeffekt noch umgebaut. Für den Anfang eine Treppe und nachher wird das Ganze ja ein bisschen anders funktionieren. Aber es bleibt im Haus. Ja. Ja, ja. Wie breit muss das Ding sein für das, was du planst? Weiß ich nicht. Du stellst mir immer Fragen, die ich beantworten kann. Wie groß das Lager? Das Lager nachher soll mal... Bau mal ein Anfangsgebäude von... 20 mal 20, 25 mal 25. Das müsste eigentlich als Anfangsgebäude langen. Naja, so groß ist es nicht. Nee, so groß ist es nicht. Aber du hast sowieso gesagt, ich soll es nicht groß bauen. Unten drunter wird doch sowieso größer. Ja, ja, aber... Doch, egal. Also, das, wie gesagt, das Lager, also jetzt... Da ist ja keine Küche und kein Wohnraum rein. Ist nur ein Wohnraum und Küche, die hier reinkommt. So. Ja. Was genau machen diese Dinger jetzt, diese Hopper? Und zwar, ich demonstriere das mal kurz, ich schon mal kurz hier ein paar Stäube und gehen wir mal hier an meine Furnace. Und dann legen wir oben die Stäube rein und wir sehen... Ach nee, das soll der Fußboden werden? Direkt verständlich. Die Powered Furnace geleitet. Nein, Leute, pfui, Leute, nein. Leute. Entschuldigung, aber nein. So, die wird direkt in die Powered Furnace geleitet und dann sofort weiter transportiert hier in die Kiste. Das heißt, man kann jetzt hingehen und kann jetzt hier einfach mal so, sagen wir mal, ja, hier Gold, Kupfer, Eisen, alles rausnehmen und packt das dann hier oben in den Hopper rein, zack, 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 zack. Und man sieht direkt, das wird hier schön weitergeleitet und dann schließlich und endlich hier auch verwertet. Nein! Das sieht grausam aus. Wenn ihr mit mir wollt, dass hier oben was reinkommt, dann schaltet ihr den einfach hier oben aus, den Slot. So. Und dann kommt auch nichts mehr nach, wenn ich das jetzt rausnehme. Du hast doch auch gar kein Licht im Fußboden. Ich wollte da Platten schneiden. So, wenn ich das jetzt rausnehme, ist der Ofen aus. Wir haben noch kein Glowstone. Nein, Fackeln kannst du auch benutzen. Ja, die stellen wir an die Wand. Nein, die machen wir nicht an die wir Wand. Wir benutzen nachher Restlamps. So. Weil dir jetzt an Fackeln setzt, ist Schnutzpiep egal. Wir benutzen nachher Restlamps, die sind einfach am sinnvollsten. Ja, ich wollte aber, dass der Fußboden, dass es nachher nicht dunkel ist im Haus, Fußboden, unter dem Fußboden Fackeln und dann Platten legen. Oh ne, komm mir nicht mit dem Plattenmist. Da könnte ich ja schon mit Kotzen kriegen, wenn ich irgendwo rumdicke und meine Kabel verlege und alle 2 Meter auf so eine Drecksplatte stoße. Ja, das ist doch für dein Haus, nicht für deinen Keller.
Außerdem hat er einen einfarbigen Fußboden gemacht. Das sieht grauslich aus. Das ist nur für die untere Etage. Nein, das ist grausam. Hör auf. Kannst du eine andere Farbe reinmachen? Oh, Leute. Also ehrlich. Dann mach wenigstens einen schönen Rand. So. Ja, selbstverständlich. Der kommt ja hier drauf. Das nächste Teil. Hallo. Da ich will ich jetzt noch ein paar Minuten warten, bis wir umziehen können. Aber wir können uns auf jeden Fall schon mal hier die nächste Maschine angucken. Ach, das ist Thomas. Mach doch selber. Und zwar, ich finde diese Mod einfach nur richtig geil. Die hat so viele tolle, geile Maschinchen, die so schön funktionieren, dass ich einfach die Mod als Anfangsmod perfekt finde. Also wenn ihr euch hier Vize Beast runterladet, findet ihr die Maschinen auch irgendwo, genauso wie ich, die irgendwo irgendwann finden werde. Ja, da sind sie wieder. Und da gibt es, wie gesagt, so tolle, praktische Dinger, das ist einfach nur geil. Sawmill, Induction Smelter, Magma. Jo, Magma Crucible bräuchten wir. Das Problem ist, an der Magma Crucible sehe ich gerade, dafür brauchen wir Nether Bricks. Nether Bricks könnten wir im Kompressor herstellen. Und, oh, wir können sie in der Soul Forge herstellen. Das ist ja mal, oh, das ist ja, das liebe ich einfach an Mods. Man hat so viele tolle Möglichkeiten. Da wir das jetzt haben hier hinten. Apropos tolle Möglichkeiten, kannst du Cleanstone produzieren? Sicher kann ich Cleanstone produzieren. Kannst du mir Lava holen gehen? Ich bin das Haus. Ich geh mal selber Lava holen, dann kann ich die auch Cleanstone produzieren. Ich geh mal einfach nur 4 Kannen holen, das müsste dann reichen kurz für den Cleanstone. Dann zeige ich noch schnell, wie man Cleanstone produziert. Oh, der Weg hier runter ist ja ätzend, ey. Aus Mauern hatte ich gedacht, könnte man wenigstens mit Cleanstone oder Cleanstone Brick machen. Ja, da habe ich ja nur gezogen, um zu zeigen, wo die Mauer hinkommt. Ja, ja, ist mir klar. Ich habe ja nur den Fußboden reingemacht, dass du die Mauern draufstellen kannst. Zombie. Ja. Während man Lava am Schöpfen ist, muss man sich hier mit Zombies rumschlagen, ey. Mistbock. Was ist das hier für ein Holz, was ich hier mal baue? Oh, ich hab Gehirn gefunden. Oder was? Hab ich auch schon. Aber ich hab ein Gehirn gefunden. Eigentlich könnte der High Driver nochmal auch noch jetzt demnächst in die Hölle marschieren und gucken, dass der unseren Dingens findet. Wie heißt das? Was ist das für ein Holz, was du da als Fußboden verlegt hast? So, ich muss jetzt erstmal hier von den Riesenbäumen ausmachen und kurz unser Wasser hier rauspumpen. So. Weil das brauchen wir, um hier Lava rein zu pumpen, wie eben. Wir möchten ja die Zellen nicht verlieren. Was macht denn derzeit unser Ölfchen? Unser Pulverizer arbeitet, der hat jetzt auch tierisch viel zu tun. Wie man sieht, läuft das alles schön nach und nach ab jetzt. Das ist auf jeden Fall mal klasse. So, jetzt als nächstes kommt... die Maschine soll an der Seite akzeptieren und die Maschine soll an der Seite jetzt abpumpen und jetzt möchten wir an der Seite akzeptieren.
montieren. Ach, an der Seite abpumpen. So. Und man sieht jetzt, er tut automatisch Cobblestone produzieren. Da Cobblestone in Minecraft umsonst ist, braucht er dafür auch gar nichts. Also weder Lava noch Wasser. Das ist natürlich eine schnieke Angelegenheit. So, wir machen das jetzt mal hier so, damit da es nicht permanent läuft, wenn da irgendeiner was dran macht. Und jetzt brauche ich nur mal schnell einen Hebel. Machen wir direkt mal hier einen Satzhebel, die brauchen wir sowieso ständig. Zack. Der kommt hier vorne dran und wenn man den umlegt, dann arbeitet er wieder. Jetzt wollen wir Smoothstone produzieren, legen den Hebel um und wir produzieren Smoothstone. Und wir sehen hier, er braucht bei jedem Smoothstone ein klitzekleines bisschen an Lava. Das ist nicht besonders viel. Ich glaube nur ein Bruchteil halt. Und dann kann der Smoothstone produzieren. Aber ich sehe gerade, mit dem Smoothstone würden wir recht schnell die Maschine überfordern. Deswegen packe ich einfach mal hier oben eine Kiste drauf und sage den Output-Slot hier oben hin. Und schon tut er den Output nach oben und wir haben kein Problem mehr. So, hier ist immer noch schön fleißig am Arbeiten, wobei der Pulverizer schneller ist als die Powered Furnace. Das heißt also, auf Dauer müsste man da noch eine Powered Furnace hinpacken. Gut. So. Jetzt hat die Oschel mich wieder mal aus dem Konzept gebracht. Ich wollte, ich wollte schön was produzieren und zwar ein bisschen Nether Bricks. Dafür kann ich mich hier hinten an meinen Induction Smelter setzen und dann einfach mal dann das da reinmachen. Ja, aber so, wie war das jetzt? Energie hast du? Ach, du bist ja auch hier. So, bitteschön. So, die schalte ich auch so rum. Ah. Haben wir von dem Holz noch, von diesem dunklen? Ich kann ihn bringen. High Driver ist schon auf dem Weg. Gleich da. So, zack. Nether Brick, beziehungsweise Magma Crucible. Braucht mal wieder einen Konduktor. Ach, Quatsch. So, ein Konduktor und wieder so ein Cube. Zweimal so, zweimal so. Und ein Eimer oben drauf. Und da haben wir die Magma Crucible. So, die Magma Crucible ist ein sehr interessanter Block. Und zwar kann die Sachen verflüssigen. In diesem Falle, da wir recht viel mit dieser mit Energie und so weiter und so fort arbeiten, werde ich da jetzt bereits etwas machen, was ein bisschen Hightech ist. Und zwar habe ich vor, mal kurz gucken hier, wie sieht's hier aus mit der Lava. Auch wunderbar, das geht ja ruckzuck. Werde ich mich und zwar damit beschäftigen, ein bisschen Redstone zu verflüssigen. Ja, Redstone verflüssigen hört sich doch richtig geil an. So, Redstone 1 Stack nehmen wir dafür. Und tun diesen hier rein. Und tun den im Endeffekt verflüssigen. Wir kriegen dann flüssigen Redstone. Ja. Wozu brauchen wir flüssigen Redstone? Achso, man kann jetzt hier auch zum Beispiel Lava produzieren. Hier sieht man, dass man hier verschiedene Energiemengen benötigt. Am wenigsten Energie benötigt man, wenn man Netherrack in Lava verwandelt. Und das ändert sich halt eben je nachdem, welchen Material man benutzt. Schnee kann man hier zu Wasser verwandeln.
und hier halt eben Redstone zu Molten Redstone. Und man kann Enderperlen auch verfügen. Das kommt aber auch noch später. Haben jetzt das Klingeln gehört. Die Energie tut sich aufladen. Was suchst du, Oschel? Eisen habe ich gerade gefunden. Da oben. Greenstone habe ich hier gefunden. Suchst du sonst noch was? Kann ich dir helfen? Lauf doch nicht hier rum. Sag mir doch, was du brauchst. Marmor, ich hab schon. Ich hab jetzt so Wir haben auf jeden Fall mal ein Klingeln gehört. Da hier hinten die flüssige Redstone-Produktion relativ langsam ist, weil wir halt eben einfach zu wenig Energie haben, um all unsere Maschinen zu betreiben. Noch. Gehen wir jetzt einfach mal hin und tun für heute das Ganze beenden. Ich tue noch meine Engines wieder mit Energie versorgen. Ist halt eben alles momentan recht lahmarschig. So, noch. Und deswegen braucht das ewig und da wir sowieso jetzt nicht so lange warten, machen wir Schluss und sehen uns dann die Tage wieder. Bis dahin, alles Gute. Ihr könnt auch mal auf redblock.de vorbeischauen, da sind wir immer, also meistens im TS und auch sehr oft auf dem offiziellen Server unterwegs. Da könnt ihr uns auf jeden Fall mal besuchen. Wenn ich gerade mal Zeit habe, führe ich die Leute rund, zumindest mal die Sachen, die gesehen werden dürfen. Ansonsten macht das immer unser Fremdenführer Oschelchen. Die muss man dann nur aus ihrem Loch rausholen und dann kann die das auch tun. Bis dahin alles Gute, bis die Tage.